Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück City Skylines 2. Ja, wir haben in der letzten Folge hier einiges umgebaut. Wir haben jetzt hier ein neues Traffic-System mit unseren ganzen verschiedenen Sachen hier. Und die Hauptstraße hat sich ein bisschen verlängert. Aber Stück für Stück wird ja immer besser. Natürlich gibt es immer noch ein, zwei Engpässe, wie man sich hier anschauen kann. I don't really understand, wo die hinwollen, aber das Ziel, wo ist das Ziel? Da ist das Ziel und okay, der sitzt halt auf der Hauptstraße noch fest. Weil Ampel. Wenn ich jetzt hier den kleinen Kreisel mache, killen mich doch wieder alle, oder? Das eine Gebäude wird auf jeden Fall abgerissen. Die Frage ist, ob das dem Ganzen eventuell sogar gut tut. Tun wir mal einfach normale Kreuzungen wieder oder sowas. Können wir das mal bitte so machen hier? Wir machen jetzt hier noch eine extra Abbiegespur mal hin. Schauen wir mal, wie das darauf reagiert dann. Das ist gleich auch gar nicht schlecht in dem Fall. In der Mitte bauen wir jetzt mal hier so eine Trennlinie ein. Das können wir doch bestimmt machen, oder? Nope, geht hier nicht. Wo ist jetzt hier schon wieder Alarm? Also ist eine Katastrophe mit dem Verkehr. Holy shit, okay. Vielleicht sollte man doch wirklich einen Kreisel probieren. Wird zwar eins unserer Hochhäuser abreißen, aber Mai, was soll man machen, ne? Okay, oder es reißt zwei Häuser ab. Dann tun wir die auf eine dreispurige erhöhen. Schauen wir, wie er darauf reagiert. Oder sind die Leute, die aus dem Haus rausgeschmissen wurden? Hoppala. Okay, der Fußgängerweg hat natürlich wieder Vorrang. Ja. Alter, warum? Ihr könnt auch hier oben rein. Das ist dieselbe Straße, Jungs. Ein bisschen verwirrend ist es ja teilweise, ne? Jetzt steht vor allem der Bus hier und weiß nicht, was er tun soll. Bus? Du machst es der Straße hier gerade nicht einfacher. Hallo? Ich schau mal, wann er wegfährt. Jetzt fängt er weg, okay. Und jetzt bewegt sich das Ganze auch langsam ein bisschen besser. Jetzt schaut sich wahrscheinlich bei der nächsten Ampel wie blöd, oder? Nee, es geht. Jetzt steht hier schon wieder ein Bus fest. Die Sache ist immer, aus welcher Richtung steht denn am meisten der Verkehr hier? Weil das könnte das Gesicht der Straße so ein bisschen verändern. Wenn wir wissen, auf was für Straßen wir uns so circa einlassen müssen, immer überall. Ach Leute, da ist ja noch ein Krankenhaus drin, stimmt? Oh, ich glaube, uns ist ja gerade ein Gebäude abgefackelt, weil die Feuerwehr nicht rechtzeitig hinkam. Steht die eventuell auch im Verkehr? Könnte ich mir sogar vorstellen. Alter, diese Verkehrsprobleme. Alter, Verwalter. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Verkehrsproblem. Oh shit. Wir fahren hier auf Busse rum. Aber die fahren nicht mal zu uns.
Aber ganz ehrlich, ich finde den Verkehr noch nicht wirklich besser wie in City Skylines 1 aktuell. Das muss ich jetzt leider auch so sagen, ne? So, wir haben noch die Neuzungen mittlerweile, ne? So, warte mal, wenn ich die hier irgendwie so... Ne, ich könnte mir das auch irgendwie schlecht vorstellen. Ich wollte wahrscheinlich eher so ein Leaf hier. Das Leaf ist halt riesig, wenn man sich das hier anschaut, ne? Das passt halt. Uff. Du bist ja noch größer. Holy shit, okay. Wäre natürlich eine Idee. Die Frage ist eher, wie man damit am Ende umgeht, ne? Ich kann natürlich jetzt hier eine separate Abfahrt für beides machen. Und sagen, hey, ich setze jetzt hier das eine hin. Und das andere so und drumherum. Aber bringt es für die Stadt am Ende einen Vorteil, ne? Das ist halt auch wieder die gute Frage. Ich könnte auch einfach sowas nehmen. Das schaut mir vielleicht sogar gar nicht ganz dumm aus, ne? Wir probieren das mal. Das könnte eventuell sogar für uns richtig gut laufen. So, wir reißen mal hier das ganze Ding ab. Es war eine sehr lange, interessante Zeit, aber jetzt hat... Und on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores. Schauen wir, was passiert. Luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Jetzt sind wir so ein Schmarrn da draußen. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back. Wir verbinden jetzt dann gleich die Straße nochmal. Wir müssen die Straße einmal abreißen hier. Jetzt müssen wir das Ganze wieder zu einer zweispurigen Autobahn machen. Wir gehen jetzt zu einer simplen Kurve über. So, und dann drehen wir das Ganze wieder um. Und dich auch mal wieder. Ah, das war falsch. So. Und hier setzen wir dann dieses Kreiselkonstrukt drauf. Ich will überlegen, ob ich das so rum drauf setze, weil es einfach viel besser passt. Warte, wir tun mal die Straße hier auch weg. Jetzt wird natürlich viel beschweren am Ende. Das ist leider zu erwarten. Zack. Dann... Wo ist es denn jetzt wieder da? Hier. Das ist der Vierspurige, naja. Gerne direkt verweitern. Schauen, ob wir daraus vielleicht gleich mehr machen können.
glaube, wir wissen alle, dass dieser Kreisel uns nicht ausreichen wird. Das wird nicht reichen. Vielspuriges Upgrade hier noch. Und dann hier vorne ansetzen. So, okay. Die Seite auch noch upgraden auf 3 Spuren. Wahrscheinlich muss ich erstmal die wieder auf 1 upgraden, damit dann die Seite das zulässt wieder. So. What? Okay, schauen wir mal. Vielleicht muss ich aber noch ein paar Sachen jetzt wieder neu verbinden. Weil natürlich Straßen, alles sieht überall anders. Warte mal, Abwasser. Machen wir auch mal noch eine Verbindung. Was ist denn das jetzt für eine Verbindung wieder, die hier rumläuft? Wir können eins tiefer gehen, dann da unten drunter. Gut, dann gehen wir wieder rauf und dann anschließen. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem Strom. Gut. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Bis jetzt schaut das Ganze ja nicht schlecht aus. Hier staut sich direkt wieder, schauen. Problem erkannt. Also dich brauchen wir auch gleich wieder als vierspurig. So, okay. Jetzt sollte das ja nicht mehr so ein großes Problem werden. Jetzt können sie sich ja gleich entscheiden. Schauen wir mal. Doppelkreiselsystem. Und das macht jetzt schon wieder Probleme. Halleluja. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht muss ich auch erst ausbalancieren. Schauen wir mal. Vielleicht kannst du in Zukunft besser das Ganze handeln, wie wir uns gerade denken. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass das bald sich beruhigt. Hier staut sie ja noch relativ viel, aber wir werden, denke ich, was passiert. Oh ja, ich habe die ganzen Kabel abgeschlossen. Da war so eine Sache dabei. Wir müssen hier noch eine Road hin verbinden. So, okay. Auch wieder angeschlossen. Ah, warte mal, das braucht trotzdem. Hahaha. Vergessen, hier gibt es ja noch so ein Problem. So, und Wasser brauchen wir auch noch. Jetzt, wenn ich Gas gebe, müsste sich alles wieder finden. Gut. Das Problem ist schon mal gelöst. Aha. Straßenprobleme, ich hasse sie. Und die Stadt schaut mittlerweile echt wieder gut aus vom Verkehr her. Das ist echt schlimm. Okay, hier steht wieder ein bisschen, weil... Rein theoretisch müsste man hier auch wieder so eine Vorrangstraße machen oder sowas.
Heide Witzka. Wie weit staut sich das Ganze? Uff. Oh, hier wird es ja noch länger. Ich bin mir überlegen, ob wir so einen kleinen Ort hier bauen irgendwo. So einen kleinen Außenort. Weil wir haben ja relativ viele Teils noch. Und ob wir uns nicht hier irgendwo so einen kleinen Ort hinsetzen. Wir bauen natürlich einen Autobahnanschluss. Ich würde hier so einen kleinen Ort hinsetzen. Dann schauen wir uns mal nach einer Autobahnabfahrt. Ich bräuchte es ja nur einseitig aktuell. Da wäre eigentlich die hier relativ cool. Aber brauche ich noch im Gebiet weiter, weil natürlich das Ganze hier nicht ausgeht an der Ecke. Kaufen. Gut. Aha. Wollte mich verarschen. So, warte mal. Eine spurige Straße. So. Und dann tun wir dich hier auf eine einspurige Downgrade, damit es mehr Sinn ergibt. Dann tun wir dich hier. Genau so. So. Vielleicht kann ich das dann hier auch genauso nochmal machen. Damit das ordentlich ausschaut. Ich muss ja dann nur die Richtung umdrehen. Dann passt das nicht auch wieder. Hier drüben schaut das ganz gut aus. Dann machen wir dann auch noch ein Upgrade auf die einspurige in dem Fall. Und dann haben wir hier unsere Abfahrt. Das soll dann auf eine vierspurige Landstraße führen. Weil im Ort selber soll ja dann eh alles eher so standardmäßig sein. Also im Sinne von voilà. Da ist eher alles dann warum wird hier... Was? Ist keine Kreuzung, es wird eine Ampel eingebaut. Nee, aber im Grunde das sozusagen von hier aus... Ah, warte mal, Idee. Wir machen hier wirklich eine, so eine... simple Landstraße erstmal draus. Nee, aber sozusagen, dass hier so ein kleiner Ort mit zweispurigen Straßen entsteht, der einfach so... ganz locker geflochten ist. Ein Zentrum hat aber sonst auch nicht viel. Und der kriegt dann irgendwo eine Landstraßenverbindung auch noch zur Stadt rüber. Also wirklich was ganz, ganz Simples. Man kriegt ja eine Busspur und alles drum und dran und das soll dann... Ich hoffe bloß, dass in der Zeit sich das erholt. Das währenddessen bauen wir hier drüben mal so ein bisschen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, bauen wir jetzt hier das so hin. Dann ziehen wir das hier so rüber. Und hier wird das jetzt mal kleiner. Gerade und zieht sich dann hier hin. Und hier entsteht der erste Ort. Vielleicht, wie gesagt, können wir dann hier noch so ein kleines Bachaldorf machen. Deswegen tut sich das dann hier auch so teilen. So, dann kommt hier nicht ein Kreisel rein, großer. Dann tun wir das hier noch ein bisschen abändern wieder vielleicht doch. Was ist mit dem Kreisel schief? So, und jetzt haben wir das Ganze von vorne hier jetzt. Zack. Ich hätte dann gerne hier eine Abfahrt. A
hätte ich hier gerne einen Kreisel. Und dadurch, dass es sich nicht lohnt, würde ich... Schau wieder doch weg. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Wo strugglen wir? Delightful. Another letter from our erstwhile listeners. What's up? Wir können rein theoretisch hier oben ein paar Wassen bauen. My sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself. Let's see. Jetzt bauen wir noch gleich den Aufsatz drauf. Oh, yeah. Und dann a raison d'être. My sister say, whoever you zum Meister anbrennen und dann haben wir wieder ein bisschen Wasser. Also Verfügbarkeit, Wasser, Handel, Abwasser, Verwaltung, perfekt. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Dann bauen wir hier die neue Hauptstraße in dem Fall. Und setzen die einfach hier so durch. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soul. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect hier bauen wir mal eine große Kreuzung hin. Especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, machen wir hier oben so eine traffic, then I have to start thinking about everything. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise. Machen wir hier doch einfach so ein kleines eine Fußgängerzone hin. There's no sinking this boat, Glenda. So. Ja, das schaut jetzt komisch aus, aber es soll auch nicht. Es soll ja nicht symmetrisch ausschauen. Es soll nicht so, jetzt ob so geplant wäre, ausschauen. Sondern eher so, als ob das so entstanden ist. Irgendwie so einfach gewachsen. Ob ich das jetzt schon wieder nicht feier. Aber ich hätte gerne, dass wir hier so hinten am... Nein, auch. Okay, warte mal, wir machen jetzt hier einfach direkt weiter, so mit automatischer Fortführung. So, dann ist das sozusagen wie so der Altstadtbezirk. Der dann da vorne wieder auf die Hauptstraße trifft. So. Ich hätte gern, dass wir hier hinten überall Wohnhäuser haben. Und dann haben wir hier wieder so Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe an der Hauptstraße entlang. So totally normal. Ah, ihr braucht nur den Wasser- und Stromanschluss, ne? Stromanschluss machen wir hier ganz vorne dran. Wir können schon oberirdisch in dem Fall führen. Was passiert, wenn ich dem Sack hier mache eine Biege drum? So, das müssen wir schauen wegen Wasser. Müssen wir eine neue... Okay, da sollte ich vielleicht dann doch schon... hier sowas zwischenkaufen. Kann ich dann später sozusagen das Ganze durchführen. Und dann... setzen wir einfach von der Straße an. Dadurch. Und dadurch sollte jetzt
Wasser und alles in die Ortschaft da fließen anfangen. Dann bauen wir jetzt kleine außerhalb Ortschaften. Hier entsteht dann noch eine und da hinten entsteht noch eine. Wir machen jetzt immer so kleine Ortschaften hin. Das sollte vielleicht auch dem ganzen Zentralisierten so ein bisschen helfen. Wenn ich mir das anschaue, ist der Verkehr immer noch da. Holy shit. Der Stau, wird der kürzer oder länger? Ich bin mir halt echt nicht sicher. Er schaut mir auch länger aus. Also auf jeden Fall der hier wird länger. Das ist gar nicht gut. Ich hätte echt gedacht, damit wird das Ganze einfacher und besser. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Weil jetzt steht das Ganze hier natürlich, weil die lustigerweise Vorrang haben. Was ich zum Beispiel noch nicht so ganz verstehe. Weil rein theoretisch müsste ja der Kreisel Vorrang haben. Also irgendwie Verkehrslogik funktioniert hier auch noch nicht so ganz, ne? Das ist alles noch so ein bisschen problematisch. Wie geht's der Ortschaft da vorne? Oh, die hat den ersten Verkehr schon schick. Ich würde hier sogar schon einen kleinen Parkplatz mal hinbauen. Den Ortsparkplatz sozusagen. Damit die hier auch was zum Parken haben, in dem Fall in ihrer kleinen Ortschaft. Die soll so maximal, denke ich, so die Größe dann kriegen am Ende die Ortschaft. Hey, das wird so eine Flussortschaft, das hier wird halt dazwischen so entstehen. So ganz viele kleine Ortschaften, die wir jetzt überall rumbauen anfangen. Und hier versuchen wir dann das Chaos rauszubauen. Das ist halt jetzt echt irgendwie blöd. Das mit der Autobahn. Okay, wir müssen hier echt was anderes überlegen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.